Livestream vom Gospel Center Bruck. Wir heißen euch Lieben herzlich willkommen. Wir sind eine von vielen guten Freikirchen in der Schweiz, die dir, ihnen für ein Leben in Begeisterung mit Jesus helfen wollen. Ja, bevor wir mit Begeisterung in den Lobpreis gehen, habe ich noch ein paar wichtige Ansagen, Infos. Und zwar erste Ansage, unsere Pastoren Michael und Sharon, die sind aus einem ganz bestimmten Grund heute nicht in der Gemeinde, denn sie feiern ihren 23. Hochzeitstag. Ja, lieber Michael und Sharon, wir gratulieren euch herzlich. Ihr seid nicht nur als Ehepaar und Familie eine Inspiration für viele, sondern einfach auch als Einzelpersonen. Macht weiter so, genießt den Tag und wir haben euch mega lieb. Gut, die nächsten Infos wären der Lockdown, wie die meisten von euch mitbekommen haben, der lockert sich bald. Nichtsdestotrotz wird bis zum 11. Mai werden alle Aktivitäten vom Gospel Center Bruck nach wie vor nicht stattfinden, außer eben Sonntags- und Mittwochsgebet-Livestream wie heute. Dann die Jungschar. Die planen nach wie vor das Sommerlager, so ihr dürft euch gerne unter www.gospelcenter.ch anmelden. Macht das bitte, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, ob dieses Lager vom Bund bestätigt und durchgeführt werden kann, aber sie sind in den Vorbereitungen und wären wirklich froh, wenn ihr eure Kinder anmelden möchtet und könntet über die Webseite. Ja, dann das Single Life Workshop. Das wird nicht aufgehoben, sondern nur verschoben. Also ihr Lieben, sobald das neue Datum bekannt ist, werden wir euch natürlich informieren. Dann das Lamb Loved After Marriage. Diese Daten haben wir im Moment noch drin. Wir hoffen, dass wir das durchführen können. Ansonsten würdet ihr auch da neue Infos und Daten zugeschickt bekommen. Ja, genau, meldet euch auch da an unter www.gospelcenter.ch unter Lamb Love After Marriage. Auch da sind wir froh, wenn wir die Anmeldungen haben, damit wir wissen können, für wie viele Personen wir diesen Kurs vorbereiten könnten. Ja, ich glaube, jetzt dürfen wir mit Begeisterung in den Lobpreis starten. Guten Morgen miteinander. Wir sind die Chosen Band in einer etwas gekürzten Ausführung, weil wir leider nicht alle haben dürfen hier hinkommen. Wir machen jetzt Lobpreis mit euch und egal wo du bist, stand auf, mach deine Augen zu, mach dein Herz auf und mach mit uns Lobpreis. Learn this. Give me a heart like David.
stop until I see them fall. I'm gonna stand my step out when you call. Oh,
fair von der Welt. Strahlen und das Dunkelheit vergehen. Mit uns Wort ist immer bitter, dass das Leben noch entsteht. Du liebst den, wo es nicht verdient hat, und dem Schwachen hilfst du auf bei. Glaubst du auf meine Rettung und du machst mein Leben neu. Beste für mich wohnt. Deine Liebe hat noch nie enttäuscht. Dein Gehorsam am Kreuz ist mein Glück auf ewig. Oh yeah.
Dass du die ganze Situation in der Hand hast. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen bewahrst. Ich danke dir für jede Person, die dich jetzt am Arbeiten ist, Herr. Ich danke dich, dass du sie erfüllst mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, Herr. Bitte komm du jetzt einfach auf jeden Einzelnen, der dich sucht, der hoffnungslos ist, der sich alleine fühlt, Herr. Einfach mit dem Geist. Steck mir aus nach mir vor dir, gib mir die Tür.
Ja, preis dem Herrn. Danke, Vater, dass du hier gegenwärtig bist. Danke, dass du in unserer Mitte bist, auch wenn wir ganz verstreut sind. Und Vater, wir wollen dich anbeten heute Morgen und wollen dir alle Ehre geben. Und wir wollen von dir hören heute Morgen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du über diese Worte, die ich sagen kann, hinaus wirken wirst in den Herzen der Menschen, sodass Menschen gerettet, befreit, geheilt und wieder hergestellt und ganz gemacht werden können. Und ich danke dir, Vater, dass dein Segen überreich auf jeden Einzelnen strömen wird, der sein Herz öffnet für dich. Halleluja. Und wir preisen dich im Namen Jesu. Amen. Ja, es freut mich, heute Morgen eine Botschaft an euch richten zu dürfen. Und im Moment echot es hier noch ganz fest. Das ist jetzt wird's besser, wunderbar. Die Technik, ja, das ist eine tolle Sache, wenn sie funktioniert, und sonst schwitzt man damit. Aber es funktioniert in den letzten Wochen sehr gut, dafür sind wir all unseren Technikern sehr dankbar. Und ich freue mich heute Morgen, hier eine Botschaft an euch richten zu können. Und was im Alpha Life gut ist, glaube ich, ist auch in einem Gottesdienst gut, dass man mit einem Witz beginnen kann. Ja. Und vor einigen Wochen ist meine Tochter zu mir gekommen und hat gefragt, Papa, was steht denn auf dem Grabstein eines zu früh verstorbenen Mathematikers? Und ich habe ein bisschen studiert und es ist mir nicht wirklich eine schlaue Antwort in den Sinn gekommen. Und dann hat sie gesagt, damit hat er nicht gerechnet. Und so ist das manchmal, ja. Damit hat er nicht gerechnet. Wir rechnen manchmal nicht mit Dingen, die da kommen. Und es hat mich eigentlich so ein bisschen inspiriert für die Botschaft heute. Womit rechnen wir denn? Rechnen wir so häufig eben, rechnen wir mit dem Negativen, diese Worst-Case-Scenarios, die wir uns immer so durchdenken. Aber rechnen wir auch mit Gutem? Rechnen wir auch damit, dass Gott etwas tun wird? Oder rechnen wir nur mit dem Schlechten? Und ich möchte mit euch heute Morgen einige Dinge anschauen aus der Bibel, aus dem Wort, wo ich glaube, Gott möchte zu uns sprechen, möchte zu unseren Herzen reden. Und es ist eine spezielle Zeit, wie ihr wisst, diese Corona-Zeit. Und vielleicht kannst du es schon gar nicht mehr hören, Corona morgen bis am Abend, du schaltest den Fernseher ein, es hat nur alles über Corona, Fernsehsendungen, Talkshows und so weiter, alles diskutiert darüber. Gerade eben hat der Bundesrat
die ersten Schritte bezüglich Lockerungen bekannt gegeben und schon wird wild diskutiert, ob das jetzt richtig ist, die richtigen Zeitpunkte und die einen, die sich ausgelassen fühlen und so weiter. Und vielleicht bist du betroffen von dieser ganzen Corona-Zeit. Vielleicht arbeitest du in einem KMU, das hier durch eine ganz schwierige finanzielle Zeit hindurchgeht. Vielleicht gehört dir sogar ein KMU und du weißt gar nicht recht, wie werde ich das überstehen? Wie werde ich diese Rechnungen bezahlen, die da alle kommen? Die Lohnkosten, die Mietkosten und so weiter. Und du stellst dir Fragen, machst dir Sorgen. Vielleicht bist du zu Hause und plötzlich sind alle Kinder zu Hause und du musst sie unterrichten und der Mann ist auch im Homeoffice und man ist plötzlich auf ganz engem Raum und das führt also ein bisschen zu Schwierigkeiten, weil man ist sich das nicht gewöhnt, dass man keine Bewegungsfreiheit hat. Oder vielleicht auch bist du zu Hause und du merkst, dass du zu Hause doch relativ wenig Kontakt hast mit anderen Menschen und fühlst dich einsam. Und es kann sein, dass diese Corona-Zeit wirklich eine schwierige Zeit ist und eine Herausforderung für dich. Und es ist auf jeden Fall, das denke ich, eine Zeit, die wir nicht so schnell vergessen werden. Es gibt Dinge, die passieren in der Welt, die einfach eine Spur hinterlassen. Wenn wir zurückschauen, dann 9/11 hat Spuren hinterlassen. Es hat Dinge verändert, wie wir leben auf dieser Welt. Andere Dinge, die Spuren hinterlassen haben, vielleicht die Bankenkrise, die Immobilienkrise in den USA oder noch weiter zurück die Ölkrise. Verschiedene Dinge, die einfach Spuren hinterlassen haben in dieser Welt und wie wir leben. Und wer weiß, vielleicht unsere Urgroßkinder in 100 Jahren, nachdem sie im Geschichtsunterricht den Zweiten Weltkrieg durchgenommen haben, kommen sie dann eben zu einer Ölkrise und zu einer Computerisierung der Gesellschaft und dann irgendwo auch noch die Corona-Zeit, die Dinge verändert hat. Warum nicht? Möglich wäre es. Und wie gesagt, vielleicht magst du es schon gar nicht mehr hören, aber Fakt ist, wir sind in einer Zeit, wo Dinge sich ändern. Und wo wir uns fragen können und fragen müssen, was ändert sich denn für uns? Und manchmal ist es ein bisschen schwierig, sich da überhaupt so einzufinden, einzufühlen in diese Geschichten, weil was man sich bewusst werden muss, ist, dass ganz häufig diese Dinge, die sie erlebt haben, waren wirklich einschneidend. Schon bewusst sein, diese Menschen waren plötzlich in Existenzängsten. Und wir sprechen ja heute manchmal von Existenzängsten, wenn wir das Gefühl haben, ich kann meine Rechnungen nicht mehr bezahlen. Ich weiß nicht, ob ich das Haus behalten kann, worin ich wohne, oder ob ich vielleicht den Job verlieren. Und das sind unsere Arten von Existenzängsten. Aber ich glaube, das Volk Israel damals, das wir hier lesen im Alten Testament, die hatten ganz andere Existenzängste. Da ging es wirklich um die Existenz. Und deswegen sollten wir vielleicht auch nicht unbedingt diese Geschichten anschauen und denken, naja, die Israeliten, die haben wieder komplett versagt auf der ganzen Reihe. So einfach ist das manchmal im Hinterher auf die Situation schauen, aber wenn du mittendrin bist in der Situation, dann sieht es manchmal anders aus. Wir haben unsere liebe Tochter, die in den letzten 6 Monaten eine Phase hatte, wo sie echt ihr Mundwerk war, eine Kanone, eine scharfe Kanone. Das hat geschossen und ich habe schon gewusst, das ist Teenagerzeit, das ist eine mühsame Zeit, das ist eine Phase, die wird vorübergehen. Aber in dieser Zeit habe ich mich oft gefragt, wann hört das endlich auf? Und es ging weiter und weiter und es war anstrengend und nun seit einigen Wochen haben wir gemerkt, jetzt hat sich's gelöst, es ist immer noch Teenager, es kommt immer noch mal nicht ganz so angenehm daher, aber es ist nicht mehr das, was es vorher war und ich bin froh, ich kann jetzt zurückschauen. Aber in dieser Zeit, da habe ich mich einige Male gefragt, meine Güte, wie lange noch? Wie lange dauert das noch? Wie lange müssen wir das noch aushalten? Und so ist es, wenn wir in einer Situation sind, da stellen wir uns manchmal die Frage, wie lange noch? Und wir wünschen uns, wir könnten vorausspringen und zurückschauen auf die Zeit und sehen, wie es herausgekommen ist und merken, dass es schlussendlich schon gut herausgekommen ist, obwohl wir nicht so ganz sicher waren in der Zeit, als wir mittendrin waren. Aber das geht halt eben nicht. Aber was wir tun können, ist von Geschichten von anderen,
Ja, wir sind wieder live. Wunderbar, tolle Sache. Sehr schön. Ja, ihr habt irgendwo den Faden verloren. Ich habe schon gesagt, ich werde nachher weitermachen mit den Worten. Ich möchte zum Abschließen folgende Bibelstelle lesen. Nein, ganz so weit sind wir nicht gekommen. Wir haben es gemerkt. Wir hatten ein Problem. Der Streaming-PC konnte sich nicht mehr mit dem Internet verbinden und mussten das kurz lösen. Jetzt sind wir aber wieder da und wir machen einfach weiter. Und ich glaube, dass der Geist Gottes eine Botschaft hat für dich heute Morgen. Und ich glaube, dass er reden wird, Amen, in dein Herz. Und er lässt sich nicht unterkriegen, er lässt sich nicht ablenken, er lässt sich nicht aus dem Tritt bringen, er ist einfach immer da. Und das ist auch etwas für diese Corona-Zeit. Ich glaube, dass er nicht unvorbereitet überrascht wurde davon, sondern dass er Antworten bereit hat für uns, dass er Worte bereit hat, die uns Hoffnung geben werden, die uns diese Sache überwinden lassen, gemeinsam, als Gemeinde, als auch als Region, als Land, als Volk Gottes. Amen. Und ich glaube, irgendwo hat der Stream abgerissen, wo ich erzählt habe von meiner Tochter, wo es eben lange Zeit so schwierig war und jetzt können wir zurückblicken. Und oftmals wünschte man sich das, wenn man in einer schwierigen Situation ist, dass man schon vorausgehen könnte und zurückblicken, wie es herauskommt. Und das können wir leider nicht. Und ich habe ein Zitat von Winston Churchill gefunden. Ein Mann, der ganz bestimmt viele schwierige Situationen erlebt hat, der sich viele Sorgen und Ängste eigentlich hat machen müssen, nur schon von seiner Funktion her, während dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat gesagt, wenn ich zurückschaue auf all die Sorgen und Befürchtungen, kommt mir die Geschichte dieses alten Mannes in den Sinn, der auf seinem Sterbebett sagte, es ist schon bemerkenswert, dass die allermeisten meiner Probleme nie eingetreten sind. Und wie häufig ist das doch schon so gewesen in unserem Leben? Wir haben uns Sorgen gemacht über Dinge, die am Ende nicht eingetreten sind. Aber es hat uns vielleicht in dieser Zeit, in dieser Phase, nächtelang aufbehalten. Es hat uns niedergeschlagen durch die Welt, durch den Alltag hindurch schreiten lassen. Und Sorgen sind ein schwerer Rucksack, den wir mit uns herumtragen. Und dazu sind wir nicht gemacht worden. Gott weiß, dass Sorgen Menschen kaputt machen kann. Und deswegen möchte Gott uns heute Morgen, und nicht nur heute Morgen, er möchte das morgen, er möchte das übermorgen, er möchte das den Rest deines Lebens, dir eine Hoffnung geben, dass egal was passiert, er an deiner Seite ist und dich durch jede schwierige Situation hindurch bringen wird. Amen. Und vor einigen Jahren habe ich ein Statement gehört und das ist mir ins Herz, das ist mir geblieben. Da hat jemand gesagt, wenn du in einer Sache keine Hoffnung hast, dann glaubst du etwas, was nicht wahr ist. Und lass uns einen Moment darüber nachdenken. Was ist das, wenn du keine Hoffnung hast? Es ist ein Moment, wo du beginnst, die ganzen Umstände anzuschauen und zu analysieren und du berechnest, was dabei herauskommen könnte. Du suchst nach Lösungen und es kommt keine Lösung dabei heraus. Es nimmt immer ein schlechtes Ende für dich. Und unser Verstand ist gemacht worden, dass er beurteilt, berechnet, bewertet und zu einer Lösung kommt. Und dazu ist er da. Aber je nachdem, was für Informationen das wir bekommen, beurteilt er, berechnet er und er kommt immer zu einer schlechten Lösung. Er kommt immer mit einer Lösung heraus, die nicht gut ist für uns. Und das ist der Moment, wo eben diese schlaflosen Nächte beginnen können. Wo wir uns beginnen, Sorgen zu machen und denken, wie kann ich das schaffen? Wie ist das nur möglich? Und die aktuelle Wirtschaftslage, die sieht nicht so gut aus. Und vielleicht haben dir diverse Leute dies und das gesagt und du hast den Fernseher eingeschaltet und siehst die Prognosen vom Bundesamt für irgendwas und so weiter und so fort. Und all diese Informationen, die bringen dich dazu, dass du denkst, dieses Geschäft, das ich habe oder für das ich arbeite, dieses Loch, das können wir nicht mehr schließen. Oder vielleicht sind es schwierige Situationen zu Hause, wo du denkst, ich sehe keinen Weg, wie das jemals besser werden kann. Es ist schon so lange so und ich weiß gar nicht, wie das sich bessern sollte.
Und wenn du beginnst, hoffnungslos zu werden, hat es damit zu tun, dass Dinge dich überzeugt haben, die nicht von Gott kommen. Dass Dinge dich überzeugt haben, die nicht wahr sind, aber manchmal wahr erscheinen mögen, sich manchmal als wahr und Realität anfühlen. Aber in solchen Situationen finden wir zum Beispiel das Volk Israel eben immer wieder. Sie waren in solchen Situationen, wo es sich angefühlt hat, dass es keinen Ausweg gibt. Und dann kam Gott. Amen. Und wenn wir mit Gott beginnen zu rechnen, hat unser Verstand eine Möglichkeit, nicht nur diese negativen Informationen zu nehmen und zu beurteilen, zu bewerten und zu berechnen, sondern wir bekommen eine neue Dimension, einen neuen Faktor in die Gleichung und das Resultat beginnt sich zu verändern. Im Römer Kapitel 5, lasst uns doch das mal aufschlagen, Römer Kapitel 5, Vers 3. Und hier haben wir den Paulus, der schreibt, Römer Kapitel 5, Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Der Paulus schreibt hier in Bedrängnis, also in einer Zeit, wo es schwierig ist, in einer Zeit, wo Dinge auf uns einprasseln, die wir nicht kontrollieren können, in Bedrängnis. Was geschieht da? Wir legen uns flach hin und warten, bis es vorüber ist? Nein, er schreibt davon, wir rühmen uns in den Bedrängnissen, weil wir wissen etwas. Wir können etwas in die Gleichung hineinnehmen, die wir hier berechnen mit unserem Verstand. Wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Es bewirkt, dass wir standhaft stehen bleiben. Nicht wie ein Schilfrohr, das mit dem Wind, wenn er nach rechts geht, geht es nach rechts. Wenn er nach links geht, geht es nach links. Sondern du bleibst stehen. Ein standhaftes Ausharren. Du bleibst fest und sicher stehen. Das bewirkt es. Und dieses standhafte Ausharren bewirkt Bewährung. Wenn wir von einer bewährten Sache sprechen, dann ist es etwas, das gut ist, etwas, worauf wir uns verlassen können. Wenn sich jemand bewährt hat, dann wissen wir, wir können uns auf ihn verlassen. Und diese Bewährung, die bewirkt Hoffnung. Hoffnung. Das Resultat von deinen Berechnungen, von deinen Überlegungen ist nicht mehr ein schlechter Ausgang, sondern das Resultat wird ein guter Ausgang. Und lass mich dir Folgendes sagen, wenn die Bibel von Hoffnung spricht, spricht sie nicht von einer Art Hoffnung im Sinne von, dass wir sagen, ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter wird. Sondern wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist es ein festes Erwarten, ein sicheres Erwarten. Also viel eher so, wie wenn du bei Zalando ein Paket bestellt hast, dann ist es eine feste Erwartung, dass es ankommt. Ja? Es könnte theoretisch vielleicht noch sein, dass der Pöstler damit ins Wasser fällt, aber eigentlich geschieht das praktisch gar nie. Und deswegen weißt du, das Paket ist bestellt, ich habe es bezahlt mit der Kreditkarte, es ist unterwegs und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es ankommt. Und das ist, wie biblische Hoffnung ist. Es ist ein festes, sicheres Erwarten, dass das eintrifft, was Gott gesagt hat. Du hast es noch nicht, das Paket ist noch unterwegs, aber du bist in sicherer Erwartung, dass es eintrifft. Amen. Das ist biblische Hoffnung. Und Umstände und die aktuelle Situation, ich weiß, die können laut zu uns reden. Die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Was tun wir damit? Liegen wir nächtelang wach und spinnen diese Gedanken durch und durch und durch und kommen immer wieder zum gleichen schlechten Resultat? Oder beginnen wir, dass wir sagen, nein, ich nehme hier das Wort Gottes und ich beginne standhaft auszuharren. Ich lasse mir diese Hoffnung nicht nehmen.
Also Gott hat gesagt, dass er dich versorgt. Gott hat gesagt, dass du dir keine Sorgen machen musst. Gott hat gesagt, dass er dich finanziell segnen will, dass es dir gut geht. Und nicht nur finanziell, mit Gesundheit, mit Freude, mit Frieden, mit Liebe, mit guten Beziehungen. Wenn du den Segen liest im 5. Mose 28, dann siehst du, dass er ein Interesse hat, dich einfach überreich zu segnen, dass es dir gut geht in allen Dingen über die Maßen, so dass du für andere zu einem Segen werden kannst. Das ist Gottes Plan. Aber dann stecken wir manchmal plötzlich in diesen Zeiten, in diesen Schwierigkeiten, in diesen Herausforderungen, wo wir nicht so recht wissen, was mit uns geschieht, und es sieht nicht so aus, als Gottes Verheißung zustande kommen würde. Und in diesen Situationen fand sich das Volk Israel des Öfteren immer mal wieder. Und plötzlich, wenn du diese Geschichten beginnst zu lesen im Alten Testament, beginnt das zu leben, und du merkst, in was sie sich befunden haben, dass sie ähnliche Dinge erlebt haben wie wir, vielleicht schon eine Spur heftiger. Ja? Die Existenz von uns, unser Leben ist in den seltensten Fällen tatsächlich bedroht. Aber für das Volk Israel war es das öfters mal so. Und lass uns doch zwei Beispiele anschauen aus dem Alten Testament. Das erste Beispiel, das ich mit euch anschauen möchte, ist im 1. Samuel, Kapitel 17. Und ich denke, die meisten wissen, was sich dort für eine Geschichte befindet. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Und um ganz kurz den Rahmen zu geben, Saul wurde König in Israel. Israel wollte unbedingt einen König, und Gott wollte eigentlich König sein vom Volk Israel. Er wollte eigentlich derjenige sein, der auf dem Thron sitzt und sie führt und sie leitet und sie umsorgt. Aber das Volk Israel wollte einen König, so wie die anderen Völker, haben sie gesagt. Die haben auch keinen König, wir wollen auch keinen König. Und widerwillig, aber er hat ihnen den König gegeben. Und er hat den Propheten Samuel geschickt und hat den Saul gefunden. Und der Saul hat gut gestartet und war der König in Israel. Aber dann begann Saul sich schlecht zu entwickeln. Und Gott hat den Saul verworfen. Saul hat ihm nicht gehorcht. Und Gott hat sich einen anderen König ausgesucht. Und er hat den Samuel geschickt und der hat den David gesalbt zum König. Und der David war bereits am Hof gewesen. Er hat dort Harfe gespielt, weil in dem Moment, wo David gesalbt wurde, kam ein böser Geist über den Saul und begann ihn noch mehr zu quälen. Und die Leute am Hof haben gesagt, nun lass uns doch jemanden finden, der die Harfe spielen kann, damit er spielen kann, wenn es dir schlecht geht. Und sie haben den David gefunden und der hat gespielt. Und die Salbung auf der Musik hat die Qual von Saul gelindert. Und dann kam es, dass der David aber wieder am Schafehüten war. Und seine älteren Brüder, die waren zum Teil schon in der Armee Sauls, und die Philister sind heraufgezogen, ein großes Heer. Und auf der einen Seite standen die Philister, die Armee der Philister, auf der anderen Seite die Armee der Israeliten. Und es geschah, dass jeden Tag dieser Goliath, dieser große Vorkämpfer heißt es, der irgendwo geschätzt 3,50 Meter bis 4 Meter groß war. Und er kam heraus und hat die Schlachtreihen Israels verhöhnt und gesagt, stellt einen Mann 1:1 gegen mich, und derjenige, der gewinnt, ist der Sieger dieses Kampfes. Und wir lesen da im Vers 24, aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben, und er will sein Vaterhaus in Israel frei machen, frei von Steuern. Also schon lukrativ, diese Sache. Aber siehst du die Reaktion vom Volk Israel? Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen? Was haben sie gemacht? Sie haben den Umstand angeschaut. Sie haben das Problem angeschaut, haben mit ihrem Verstand berechnet und bewertet und gemerkt, da haben wir keine Chance.
Der ist so viel größer als wir, der ist so viel stärker als wir. Da gibt es keinen in Israel, der eine echte Chance hat gegen ihn. Er wird sowieso verlieren und deshalb hat sich keiner gemeldet, um gegen ihn zu kämpfen. Obwohl die Belohnung eigentlich so hoch dotiert war. Sie hatten Angst. Und dann kommt David. Sein Vater schickt ihn, um nach seinen Brüdern zu sehen. Er gibt ihm einiges an Lebensmitteln und Proviant mit und sagt, geh hin und schau nach den Brüdern, wie es ihnen ergeht. Und der David kommt dahin und in dem Moment, wo er dahin kommt, kommt der Goliath und er verhöhnt wieder die Schlachtreihen Israels. Und dann kommt die Reaktion von David und seine Reaktion war eine andere. Er ist nicht weggerannt und hatte Angst. Er sagte, wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er so redet? Und ihr denkt manchmal, was heißt denn das, dieser unbeschnittene Philister? Nun, die Beschneidung war das Zeichen des Bundes mit Gott. Und was David getan hat, er hat nicht die Größe und die Stärke und die Kraft des Philisters, seine Kampferfahrung oder was auch immer auf ihn einwirken lassen, sondern was er hat einwirken lassen auf sich, war, dass der hat ja gar keinen Bund mit Gott. Was nimmt sich der heraus, so zu sprechen? Und seine Reaktion war nicht eine des Zurückschreckens, eine des sich Zurückziehens, sondern seine Reaktion war, was meint er eigentlich? Er hat mit Gott gerechnet. In seiner Gleichung, in seiner Rechnung war der Faktor von Gottes Hilfe mit drin. Und das hat ihn völlig anders reagieren lassen. Und der David, er ist auf sein Problem zugerannt. Und der Goliath hat ihn plötzlich gesehen und hat gesehen, das ist ein Junge. Der kommt mit einem Stock und er kommt mit einer Schleuder und er fragt ihn, bin ich denn ein Hund? Und der David hat sich nicht beirren lassen. Obwohl er völlig unterlegen war, obwohl er chancenlos war, eigentlich diesen Kampf zu gewinnen, hat er sich nicht beirren lassen und er ist auf sein Problem zugerannt. Und seine Worte zu Goliath waren, du kommst zu mir mit Schwert und mit Spieß, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn. Was für ein Unterschied! Das ganze Volk Israel, das Gott gekannt hat, das seine Wunder gehört hatte, das wusste, dass Gott sie aus Ägypten heraus befreit hat, dass all diese Wunder kannte, die Gott getan hatte in der Wüste. Und wie Gott sie in das verheißene Land hineingeführt hat. Und all diese Dinge haben sie gewusst in ihrem Verstand, aber es ist nicht in ihre Rechnung eingeflossen in ihrem Alltag. Nicht in ihre Rechnung eingeflossen in dem, was sie erlebt haben. Und als der Goliath kam, sind sie zurückgeschreckt vor Angst. Aber der David, der ist geradewegs zugerannt auf sein Problem. Und er hat gesagt, ich komme nicht mit meiner Steinschleuder, ich komme nicht mit einer Rüstung, ich komme nicht mit einem Schwert, sondern ich komme im Namen des Herrn. Ich komme mit dem, was Gott uns verheißen hat. Und er hat uns verheißen, dass er uns segnen will und dass er uns befreien will, von egal was da kommen mag. Und der David nimmt den ersten Stein und schleudert ihn und dieser Stein wurde wahrscheinlich vom Geist Gottes wie eine Gewehrkugel und ist dem Goliath ins Hirn eingedrungen und er fällt tot um. Und im Vers 50 lesen wir weiter. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, der ging nicht mal mit einem Schwert, lief er und trat auf den Philister und nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm damit den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt, bis zu den Toren Ekrons. Schon spannend. Nachdem der Sieg errungen war, da kam das ganze Volk Israel auch mit und erhob ein Kriegsgeschrei. Aber siehst du, den Kampf gewinnen musste einer. Und den Kampf gewonnen hat David. Warum?
weil er sich nicht darauf verlassen hat, was seine eigene Fähigkeit ist. Weil er sich nicht darauf verlassen hat, mit einer Rüstung, die sie ihm vorher auch noch anprobiert haben, zu Goliath zu gehen und auf seine Art und Weise zu kämpfen, sondern er hat gesagt, ich kämpfe auf meine Art und Weise. Und das ist, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Ich gehe auf dich zu mit dem, was Gott gesagt hat. Und deswegen erscheinst du mir nicht als Riese, sondern als kleiner, unbeschnittener, bundloser Mann. Als einer, der sich gegen Gott auflehnt, nicht gegen mich oder das Volk Israel. Du hast dich gegen Gott aufgelehnt. Gegen das, was er gesagt und verheißen hat. Und weißt du, wenn wir beginnen, das Wort Gottes zu nehmen und in unserem Leben und in unseren Berechnungen so mit einzubauen, dass wir das, was auf uns zukommt, nicht gegen uns und unsere Fähigkeiten stellen, sondern dass wir das gegen das stellen, was Gott gesagt hat in seinem Wort. Dann ist die Schlacht nicht mehr eine, wo du aus Angst zurückweichen musst, sondern eine, wo du auf deinen Riesen zurennen kannst. David hat anders gesprochen als die Armee Israels. Siehst du, du kannst Gott kennen, aber wenn du keine Beziehung pflegst mit ihm, kannst du all sein Wort kennen, all die Geschichten kennen, all die Zeugnisse von anderen gehört haben, die Gott erlebt haben, aber du selbst, du bleibst immer passiv. Wenn wir keine Beziehung mit Gott pflegen, dann werden wir passiv und Dinge laufen über uns drüber und wir wissen nicht, wie uns wehren. Aber wenn du deine Beziehung mit Gott pflegst, wirst du gestärkt. Weißt du, dass du dich verlassen kannst auf ihn? Und weißt du, das war nicht der erste Moment, wo David Gott erlebt hat. Er hat Schafe gehütet. Was für eine unspektakuläre Aufgabe. Ja, der kleinste von den 8 Söhnen, der musste die Schafe hüten. Die Älteren, die waren schon in der Armee, auf die konnte man bauen, auf die konnte man sich verlassen, auf die konnte man stolz sein. Und der David, der Kleine, der Junge, der soll die Schafe hüten. Aber weißt du, David hat nicht einfach nur Schaf gehütet, er hat dort Zeit verbracht mit Gott. Offensichtlich, wie hätte er sonst das Hafenspiel so beherrschen können? Und eine Gegenwart Gottes kommt, wenn er auf der Harfe spielt, wenn er das nie getan hätte. Und David hat Zeit in der Gegenwart Gottes verbracht, offensichtlich. Und es kam ein Bär und es kam ein Löwe und die haben ein Schaf genommen von ihm. Und die meisten von uns würden dann sagen, ja, gegen den Bären und den Löwen, was soll ich da machen? Wenn wir uns neben den Bären und den Löwen stellen, dann müssen wir den Bären das Schaf lassen. Aber der David hat sich gesagt, das ist mein Schaf und das gebe ich dir nicht her. Und er ist auf den Bären los, er ist auf den Löwen los und er hat beide getötet. Und er hat sein Schaf zurückgeholt. Er hatte eine Einstellung von, das ist meins, das hat mir Gott gegeben und das lasse ich mir nicht wegnehmen von niemandem. Und diese Einstellung mit Gott zu rechnen, die hat ihn zum Sieg gebracht. Die hat ihn dahin gebracht, wo er wusste, dass er sich auf Gott verlassen kann. Und als der Goliath kam, war es nur eine weitere Gelegenheit zu zeigen, dass sein Gott hinter ihm steht. Glaube ist aktiv. Lass uns ein zweites Beispiel anschauen. Josua. Der Josua war der Nachfolger von Mose. Mose hat das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt. Er hat all diese Wunder vor dem Pharao getan, zusammen mit seinem Bruder Aaron. Er hat das Volk Israel danach die ganzen 40 Jahre begleitet, als es durch die Wüste ziehen musste. Sie hatten sich aufgelehnt, hatten rebelliert immer wieder und konnten deshalb nicht in das Land Kanaan, in das verheißene Land einziehen. Und Mose hat sie begleitet all diese Jahre. Und dann, bevor das Volk Israel in das Land Kanaan gehen konnte, starb Mose und Josua übernahm seine
Nachfolge. Und dann spricht Gott zu ihm, was für große Fußstapfen zum Hineintreten, Nachfolger von Mose zu werden, dem großen Mann Gottes, dem Freund Gottes, wo es heißt, dass Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen hat. Und in diese Fußstapfen tritt nun Josua. Wie muss er sich da gefühlt haben? Vor dieser Aufgabe, was nicht einmal der Mose tun konnte, dieses verheißene Land einzunehmen. Und sie stehen vor dieser ersten Stadt Jericho, die besonders hohe und befestigte Mauern hat. Und dann spricht Gott zu ihm: Sei du nur stark und sehr mutig. Im Vers 7. Dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Gott hätte alles Mögliche tun können mit dem Josua. Er hätte sagen können, okay, ihr seid kurz davor, dieses Land einzunehmen. Ich muss dich unbedingt in taktischer Kriegsführung schulen. Du musst unbedingt deine Soldaten in Ausbildungscamp zu Spezialisten trainieren, damit ihr die Fähigkeit habt, dieses Land wirklich einzunehmen, damit ihr gegen diese stärkeren, zahlreicheren Gegner bestehen könnt und so weiter. Aber nichts dergleichen, sondern Gott sagte ihm, Josua, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Was war das Buch des Gesetzes? Nun, es war der Teil der Bibel quasi, den er schon hatte. Und Gott sagte ihm, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Forsche darin Tag und Nacht. Gott war es wichtig, dass der Josua nicht ein Profi wird in der Kampfführung, sondern Gott war es wichtig, dass dem Josua immerzu bekannt war, bewusst war, dass er mit in seine Rechnung einbezog, was Gott gesagt hat. Siehst du, das ist die stärkere Waffe. Und er hat den Josua aufgefordert, darüber nachzudenken, darin zu forschen, diesem Wort. Und er hat ihm etwas Spannendes gesagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Nicht nur von deinen Gedanken, sondern von deinem Mund. Siehst du, Gott wollte, dass er darin forschte, dass er darüber nachdenkt, aber er wollte, dass er es ausspricht. Es ist Kraft in dem Wort Gottes, wenn wir es nehmen und aussprechen. Mitten in der Situation, wo es hoffnungslos scheint, wo es keinen Ausweg zu haben scheint, mitten in dieser Situation kannst du das Wort Gottes nehmen und es beginnen auszusprechen. Ich hatte vor einigen Jahren eine Situation finanziell, die wirklich ganz schwierig war. Und ich habe bemerkt, dass plötzlich Gedanken begannen aufzukommen, die zu mir gesprochen haben, du wirst nie mehr etwas haben. Das wird dich den Rest deines Lebens, wird dich das finanziell krüppeln. Und solche Gedanken begannen zu kommen. Und ich wusste, es scheint in diesen Momenten wie so eine wie ein theoretisches Wissen. Und ich wusste, Gott hat gesagt, er will mich segnen. Und ich habe begonnen, Schriftstellen herauszusuchen aus dem Wort Gottes, die mir seinen Segen verheißen, auch in Finanzen. Und ich habe sie ausgedruckt auf kleine Zettel und habe sie hier oben in meine Brusttasche reingetan. Und so oft durch den Tag hindurch, wenn ich aufs WC musste oder was auch immer, einen Moment im Lift kurz allein war, habe ich sie herausgenommen. Ich habe mir ein, zwei Schriftstellen angeschaut. Ich habe sie häufig leise vor mir hin ausgesprochen. Und es hat sich wie so eine Trockenübung angefühlt. Es hat sich nicht angefühlt, als ob das wahr wäre. Aber ich wusste in meinem Herzen, das ist, was Gott sagt. Und ich habe die Möglichkeit, entweder mein Leben gegen diese Situation zu stellen oder Gottes Wort gegen diese Situation zu stellen. Und obwohl es sich in dem Moment nicht so angefühlt hat, als ob viel passiert wäre. Wenn ich heute zurückblicke auf das, was Gott getan hat in meinem Leben, wie er die Situation komplett verändert hat, wie er Dinge in mein Leben hineingebracht hat, die ich nie für möglich gehalten hätte.
Einige von euch wissen, dass wir ein Haus bauen konnten und letztes Jahr einziehen. Und ich weiß nicht warum, ich habe als kleiner Junge schon, obwohl ich in einem Haus aufgewachsen bin und meine Eltern ein Haus bauen konnten, hatte ich immer gedacht, so etwas werde ich nie haben. Ich kann nicht mal sagen warum, aber diese Gedanken hatte ich, ich mag mich erinnern. Ich dachte, so etwas werde ich nie haben. Mein Vater hatte eine Modellbahnanlage gebaut in seinem Keller oder begonnen zu bauen und ich hatte immer viel Freude daran. Aber ich hatte immer diesen Gedanken, so etwas werde ich nie selber haben. Und heute haben wir ein Haus bauen können. Und ich habe einen Kellerraum, wo ich eine Modellbahnanlage reinbauen kann. Einfach ein Bubentraum. Und ich habe gespürt, als wir das Haus geplant haben, wie Gott gesagt hat, ich möchte, dass du das hast. Weil er ist gut zu mir. Er konnte mich segnen, da wo es aussah, als ob nie mehr etwas Vernünftiges möglich wäre. Und weißt du, wenn du dich auf sein Wort verlässt, wenn du sein Wort nimmst und es gegen deine Situation stellst, dann geschieht etwas. Es war nicht 2 Tage später, es war nicht 3 Wochen später, aber Gott beginnt dich auf einen Pfad zu bringen, wo Hoffnung kommt, wo der Segen liegt. Und wenn du mit ihm unterwegs bist, dann bringt er dich heraus aus dem, wo du drin steckst. Und dem Josua hat er aufgetragen, über sein Wort nachzudenken, Tag und Nacht darin zu forschen, damit er nach alledem handelt. Und da kommt so leicht das Gefühl auf, nun, wir müssen alles genau perfekt richtig machen. Aber weißt du, Gott ging es dabei nicht um Gesetzlichkeit, dass er jedes Ding genau richtig machen konnte, musste. Im Alten Testament war es zwar schon so, dass Dinge sehr genau geschehen mussten, aber das war nie Gottes Herz. Weißt du, du musst es genauso richtig machen. Wehe, wenn nicht, dann bestrafe ich dich sofort. Nein, es geht darum, dass du in einer Gemeinschaft bist mit Gott und dass du nach seinen Prinzipien handelst. Nicht, dass du möglichst gesetzlich bist. Und meistens führt es sowieso nur dazu, dass wir das Gefühl haben, ich mache das alles richtig und meine Frau, die macht das nicht alles richtig. Also muss ich sie korrigieren, das ist jetzt meine Aufgabe. Nein, es geht darum, eine Beziehung zu haben mit Gott und aus dieser Beziehung heraus seine Prinzipien zu verstehen und beginnen, nach diesen zu leben. Gott trägt uns auf, in Liebe zu wandeln, nicht den Nachbar zu korrigieren. Wandle in Liebe. Das ist das, was er uns aufgetragen hat. Und dabei geht es nicht, ob du technisch korrekt ihm nichts Böses getan hast, sondern wandelst du in Liebe. Siehst du, Liebe ist aktiv, Liebe ist offensiv, Liebe geht auf den Nächsten zu und tut etwas Gutes. Liebe ist nicht nur einfach die Abwesenheit von ich tue dir nichts Böses. Gottes Anweisung an Josua war, forsche in diesem Wort Tag und Nacht. Lass es nicht von deinem Mund weichen. Und du denkst vielleicht, nun ja, das ist Altes Testament gewesen und wie ist denn das im Neuen? Und es ist gut, dass du fragst. Schauen wir uns doch das Beispiel von Jesus an. Was hat er getan? Und wir sehen, dass Jesus offensichtlich auch mit den gesprochenen Worten viel bewirkt hat. Wir sehen das zum Beispiel in der Geschichte, als sie im Boot über den See Genezareth fuhren. Und es kam ein Wind, es kam ein Sturm und die Jünger versuchten alles. Und es kam zum Punkt, wo sie keine Hoffnung mehr hatten. Und was tat Jesus? Er schlief. Keine schlaflose Nacht. Er schlief im Boot. Und die Jünger waren so verzweifelt, dass sie schlussendlich keine Hoffnung mehr hatten, keinen Ausweg mehr sahen und dann Jesus weckten und ihn fragten, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und Jesus stand auf, Markus Kapitel 4, Vers 35, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille.
Und die Jünger waren echt verwundert. Jesus hat Worte gesprochen. Und weißt du, er hat nicht im Alten Testament irgendwo gefunden, wo es geheißen hat, schweig, sei still. Sondern er hat aus dieser Beziehung mit seinem Vater herausgelebt. Er hat gesagt, dass er nichts tut, es sei denn, dass er den Vater sieht, es zu tun. Und er wusste, er musste von dieser Seite auf die andere Seite auf diesem See und deswegen wusste er, dass der Sturm ihn nicht beeinträchtigen durfte. Und der Sturm kam zwar, aber er hatte Autorität, zu diesem Sturm zu sprechen. Schweig, sei still. Und wenn Stürme des Lebens kommen in unserem Leben und wir in dieser Beziehung mit Gott stehen und leben, dann ist es aus dieser Beziehung heraus, wo wir die Kraft schöpfen, das Wort Gottes zu nehmen und in unsere Situation hineinzusprechen. Und dieses Wort wird Kraft haben in deinem Leben. Und es wird deinen Sturm stillen, welcher Natur auch immer er sein mag. Eine andere Stelle in Markus Kapitel 11. Da hat Jesus an einem Feigenbaum Früchte gesucht und er hat keine gefunden. Und dann sagt er zu diesem Feigenbaum, nun, dann soll in Ewigkeit keiner mehr Frucht essen von dir. Und der Feigenbaum verdorrt. Und wiederum die Jünger verwunderten sich. Und als sie mit Jesus gesprochen haben, hat Jesus zu ihnen gesagt im Vers 23, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Jesus hat uns deutlich gezeigt, dass unsere Worte wichtig sind in unserer Situation. Was tust du, wenn der Sturm stürmt? Was kommt aus deinem Mund heraus, wenn die Umstände schwierig sind? Welche Worte wählst du? Du kannst nicht beeinflussen, welche Gedanken das alle dir durch den Kopf gehen. Ich muss es so sagen, du kannst nicht beeinflussen, dass Gedanken zu dir kommen, aber du kannst dich entscheiden, diese Gedanken zu behalten, darüber nachzusinnen, darüber nachzudenken, oder du kannst dich entscheiden, andere Gedanken anzuschauen, aufzunehmen und über diese nachzudenken. In der Bibelschule hat Brother Hagen uns mit diesem Beispiel erklärt. Weißt du, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel irgendwo über deinen Kopf fliegen, aber du kannst schon verhindern, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Und Gedanken können kommen. Diese Gedanken der Hoffnungslosigkeit, die werden kommen. Weil letzten Endes ist das, was der Feind versucht zu tun. Und er versucht, diese Krisenzeit zu nehmen und alle möglichen Argumente aufzubäumen und aufzubüscheln, um uns als Menschen klarzumachen, jetzt geht's echt bergab. Und leider gibt es so viele Christen, die dann auch noch denken, ja, das ist das Unheil, von dem die Bibel spricht. Aber weißt du, das einfach so abzutun, das einfach nur so passiv über uns ergehen zu lassen, ich glaube nicht, dass das die richtige Reaktion ist. Das ist nicht, was David getan hat. Das ist nicht das, was Gott dem Josua gesagt hat. Und das ist nicht das, was Jesus getan hat im Boot. Jesus hat nicht gesagt, ja, es muss schlimmer werden auf der Welt und ja, jetzt kommt dieser Sturm und jetzt gehen wir halt unter. Nein, Jesus ist aufgestanden und hat gesagt, schweig, sei still. Und der Sturm hat sich gelegt. Und die Frage ist, wie reagierst du? Wie antwortest du? In deinen Überlegungen rechnest du mit Gott? Weißt du, unsere Worte haben eine geistliche Auswirkung. Wenn wir Worte sprechen, die wir glauben, dann haben diese Kraft.
Und das funktioniert im Positiven wie auch im Negativen. Hast du dich schon mal geachtet, wie schnell, dass wir Negatives aussprechen? Wie schnell, dass wir das Negative bekennen und sagen, ach, das habe ich noch nie gekonnt und das funktioniert nie und das wird wieder schlecht rauskommen. Und so viele Menschen, die dieses Gefühl haben, Murphy's Law, ja, wenn es schief gehen kann, dann wird es schief gehen. Wir hatten einen Bibelschullehrer, der hat gesagt, warum Murphy's Law? Warum nehmen wir nicht Gottes Gesetz? Wenn es gut herauskommen kann, wird es gut herauskommen. Warum sagen wir nicht das? Der Glaube, er kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das unser Herz stärkt, das unseren Glauben stärkt und aus dieser Beziehung mit Gott heraus. Und ich glaube, das ist ein Wort für unsere Gemeinde in dieser Zeit. Dass es eine Zeit ist, dass wir uns nach oben ausrichten. Aus dieser Beziehung mit Gott heraus kommt diese Stärke, kommt dieses Vertrauen, dass du weißt, ich kann mich auf Gott verlassen. Ich kann mich auf sein Wort verlassen. Und du kannst dieses Wort nehmen und in deine Situation hinaus aussprechen. Und es wird eine Auswirkung haben. Du darfst mit Gott rechnen. Ich habe letzte Woche Lobpreis gehört und da war ein Lied von House Fires, falls ihr das auf YouTube suchen wollt und anhören. Und einfach ein Satz, den sie da gesungen haben, war: Gott macht sich keine Sorgen, warum sollte ich mich sorgen? Und die Frau, die hat das gesungen und immer wieder gesungen und es ist mir ins Herz. Gott macht sich keine Sorgen, warum sollte ich mich sorgen? Warum beginnen wir nicht so zu denken, wie er denkt? Das Wort fordert uns auf, unsere Sinne, unser Denken zu erneuern. Ja, zu was denn? Zu dem, was er denkt. Jeremia hat gesagt, ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch habe. Kennst du sie auch? Kennst du die Gedanken, die Gott über dich denkt? Leider hat der Feind uns so oft davon überzeugt, wie unzulänglich wir sind, wie unwürdig wir sind und dass wir das sowieso nicht schaffen. Aber weißt du, dass Gott das nicht denkt? Gott hat dich geschaffen und er hat Fähigkeiten und Talente, Begabungen in dich hineingelegt. Und er wusste, in welche Situation hinein, dass du geboren wirst. Er wusste die Umstände. Und wenn du zurückschaust und sagst, in meinem Leben ist so viel schief gegangen, ich weiß nicht, wie da jemals etwas hervorkommen kann. Weißt du was? Dann beginne mit Gott zu rechnen. Weil er hat einen Plan. Und er hat die Kraft und die Stärke und die Größe, dass egal was vorher war, er kann es umkehren, er kann es umdrehen und er kann dich auf einen Weg setzen, wo du gesegnet bist über die Maßen, dass du andere Menschen segnen kannst und ihnen von der Hoffnung und der Liebe und der Güte Gottes erzählen kannst. Auf eine Art und Weise, wo sie merken, das ist nicht nur Theorie. Der spricht hier nicht irgendwie von irgendeinem religiösen Zeug, sondern der erlebt das wirklich. Warum? Weil du erlebst es wirklich. So lass mich versuchen, hier zu landen. Keine Ahnung, wie lange wir unterwegs sind, weil wir noch diese Pause hatten, aber ich werde hier abschließen. Ja, ich glaube, dass Gott möchte, dass wir beginnen, ganz bewusst mit ihm zu rechnen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir beginnen zu realisieren, dass was er gesagt hat im Philipper Kapitel 4, Vers 6, lasst uns diese Schriftstelle als letzte noch anschauen. Philipper Kapitel 4, Vers 6, da sagt Gott in seinem Wort, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren
in Christus Jesus. Sorgt euch um nichts. Gott macht sich keine Sorgen, also mach du dir auch keine Sorgen. Ich weiß, dass es manchmal hoffnungslos aussieht, aber wenn wir keine Hoffnung haben, glauben wir etwas Falsches, denken wir etwas Falsches. Lass uns ändern, was wir anschauen. Lass uns ins Wort Gottes hineinschauen und dieses Wort nehmen und beginne es auszusprechen in deinem Leben. Sag Nein diesen Umständen. Und Gott wird wirken. Alles, was David gemacht hat, ist, er ist auf seinen Riesen zugerannt und hat gesagt, im Namen des Herrn. Und so lasst uns auf diesen Riesen, der vor dir steht, zurennen und sagen, ich komme im Namen des Herrn. Das bedeutet nicht, dass wir uns an keine Anweisungen des Bundesamtes halten sollen. Nein, die sind gut, die haben ihre Berechtigung. Aber in deinem Leben kannst du auch darauf zurennen und sagen, nein, finanzieller Untergang, du wirst nicht geschehen. Ich bin gesegnet von Gott. Und was jetzt fehlt, wird Gott in Zukunft hereinbringen. Und mehr als das. Und was jetzt schwierig ist an dieser Situation, Gott wird mehr als das wettmachen. Und was ich jetzt einsam und allein mich fühle, Gott wird Freunde in mein Leben hineinbringen. Menschen, die sich um mich kümmern und Menschen, denen ich dienen kann. Gott wird etwas Gutes tun. Lass uns beginnen, mit Gott zu rechnen. Und vielleicht hast du heute Morgen zugeschaut und du denkst, das tönt ja gut. Aber ich habe diesen Gott noch nie erlebt. Ich bin mir gar nicht einmal sicher, ob es den überhaupt gibt. Und welcher Gott ist denn überhaupt der Richtige? Und du hast noch nie dein Leben Jesus anvertraut. Und ich möchte dir eine Möglichkeit geben, dass du das tun kannst. Weißt du, alles beginnt, dass wir eintreten in diese Beziehung mit Gott. Letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Was ist das? Es ist, dass wir gefeiert haben, was Jesus für uns getan hat. Siehst du, in jeder Religion geht es darum, was du tun musst, damit du vor Gott bestehen kannst. Im Christentum hat Gott alles getan und gibt es dir als Geschenk. Und lädt dich ein. Möchtest du Mitglied der Familie Gottes werden? Nicht Mitglied des Gospel Center Bruck, sondern Mitglied der Familie Gottes. Das Gospel Center Bruck ist einfach nur ein Mitglied in dieser Familie auch. Und wenn du das noch nie getan hast, dann möchte ich dich einfach ermutigen, mach einen Schritt auf Gott zu. Er wird dich nicht enttäuschen. Es ist ein ganz einfaches Gebet und wenn du möchtest, ich würde dich gerne da hineinführen. Kannst du dieses Gebet zu Hause, da immer wo du bist, einfach von deinem Herzen aus beten und Gott wird kommen, in dein Leben einziehen und beginnen, ein Partner, ein Vertragspartner, ein Bundpartner zu sein in deinem Leben. Denn das ist, was er tun möchte, sich um dich kümmern, dich zu lieben, dich zu erfüllen. Dich zu segnen. So, wenn du das möchtest, dann sprich doch einfach folgende Worte nach. Vater im Himmel, ich komme zu dir, so wie ich bin. Unvollkommen und unperfekt. Und ich bitte dich, dass du meine Sünde vergibst. Dass du mich reinwäschst. Und dass du mich zu einem Kind Gottes machst. Danke, dass du vergibst. Danke, dass du mich neu machst. Und danke, dass ich von jetzt an mit dir in einem Bund stehe. Danke, dass du mein Gott bist. Und dass ich mit dir rechnen kann. Amen. Wenn du diese einfachen Worte von Herzen betest, dann sagt die Bibel, macht Jesus alles neu in dir. Etwas Neues beginnt. Dein Herz ist neu gemacht und du bist in eine Beziehung mit dem Schöpfer eingetreten. Und du kannst dieses Wort, das er uns gegeben hat, nehmen, in deine Situation hineinsprechen.
Und du kannst mit Gott rechnen, dass er Gutes tun wird in deinem Leben. Amen. Ja, nun möchte ich noch meiner lieben Frau übergeben. Sie wird noch ein Opfer empfangen. Und wir danken euch fürs mit dabei sein. Wir beten für euch, dass ihr gesegnet seid und dass ihr Gott erlebt wie nie zuvor in dieser Zeit. Amen. Ja, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Das steht im Sprüche 17,22. Und ich möchte dich heute einfach herausfordern oder noch besser ermutigen, dass du, bevor du dein Zehnten und dein Opfer per Twint, per E-Banking oder Einzahlungsschein sendest, dass du einfach lächelst und einfach fröhlich bist. Weil das macht nicht vieles weg, aber es macht vieles einfach. Und wie es in den Sprüchen steht, ein fröhliches Herz macht den Körper gesund. Was für eine gute Medizin, dass Gott uns da gegeben hat. Und ja, ich glaube, können wir noch den Twint einblenden oder vielleicht habt ihr das schon. Und sonst, ihr dürft auch Einzahlungsscheine, da sehen wir es, Einzahlungsscheine verlangen bei uns in der Gemeinde auf info@gospelcenter.ch oder per E-Banking. Genau, wir geben euch gerne die Bankdaten durch. Genau, ja, ihr Lieben, wir machen den Schluss. Wir segnen euch, seid gesegnet und seid fröhlich und lächelt. Wir haben euch lieb. Tschüss.